Ist das aufregend, das erste Mal? Und bitte. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute nicht alleine, denn meine bezaubernde Freundin ist heute mit dabei und wir bauen was zusammen. Endlich mal, für alle, die sie nicht kennen. Das ist Snookyful, aka Marie, meine Freundin. Und wir bauen ein Regal heute. Und zwar braucht Marie das für ihren Videohintergrund, für ihren Raum. Ich bin sehr gespannt. Aber ich freue mich drauf. Also ich habe noch nicht so viel gebaut. Ein paar Sachen haben wir zusammengebaut, gestrichen und sowas. Ja, gestrichen. Ja. Der Plan ist, dass das Ganze nachher so aussieht. Also es soll so eine Art Treppe werden, so ein Regal quasi. Erst hatten wir gedacht, wir nehmen nur eine Stange. Aber das Ganze soll natürlich nachher auch irgendwie bewegbar sein und nicht irgendwie fest an der Wand geschraubt. Deshalb haben wir uns entschieden, doch zwei so Stangen zu machen auf jeder Seite. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Stange direkt an. Wir haben es ausgemessen. Wir machen es 1,40 Meter, machen wir es jetzt hoch, oder? Oder 1,50 Meter? 1,40 Meter. Ganz witzig. Damit es ein bisschen komplizierter ist. So, oh Gott. Welcome to Easy Alex Life. Für die Seitenteile nehmen wir einfach hier so Latten. Das sind einfache Dachlatten. Und ich glaube, die sind 3 Meter. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir zu zweit in dieser Werkstatt das Gesäck kriegen. Das ist ein richtiger Test heute mal hier zu zweit. Im Ding hier das machen. Halt! Wir müssen uns erst überlegen, welchen Winkel wir machen. Weil dadurch, dass die eine ja nachher so ist, können wir es eigentlich auch so anzeichnen, oder? Ja, oder? Wir machen das jetzt so ein bisschen frei raus, würde ich sagen. Aber dann müssen wir ja unten auch ein Stück abnehmen, oder? Sonst ist sie ja unten. Ja, korrekt. Was wir machen... Oh, Scheiße, mit diesen langen Latten ist man hier richtig geschmiert. Soll ich weg? Nein! Du kannst schon mal 1,40 Meter von dem Ende nach da anzeichnen. Und jetzt halt da den 1,40 Meter Strich. Was ist das denn? Ist es der oder der? Der natürlich. Das ist 1,99 Meter, 1,40 Meter. Okay, stopp! Warum ist Dachlatte eigentlich eine Beleidigung? Das ist eine gute Frage. Ey, du Dach... Keine Ahnung. Weil das ist so vielleicht sowas Ähnliches wie Lauch, aber Dachlatte sagt man eher zu einem, der... Der nicht so ganz nicht intelligent so ist, oder? Ja, richtig. Weiß nicht. Boah! Ich kann das nicht handeln, dass es hier so verrückt zugeht. Das ist der Scheiß hier. Wir müssen nämlich jetzt die Tür aufmachen, weil keine 3 Meter Latte hier reinpasst. Du sägst und ich halte die Latte. Nein. Okay, doch. Das ist gar nicht schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig. Für mich sehen die nach 3 Meter aus, aber 2,50. Verdammt. Okay. Ein Glück ist deine Frau so intelligent. Dann sollten wir es halt vielleicht einfach halbe Danke. Halbe machen. Die ist auf jeden Fall länger als 1,40, oder? Oh Mann, ich möchte immer zusammenbauen. Das ist viel witziger. Kannst wenn du wir nochmal. Einmal 1,20 genau und das andere. Oh. Was? Satz des Pythagoras. Ich dachte, die eine muss länger sein, ne? Ja, ach, wir sind vorbereitet wie so Ganoven, wir sind hey. Überhaupt nicht vorbereitet. A Quadrat plus B Quadrat. Gleich C Quadrat. Gleich, wir machen 25 cm. Dann ist die Platte nämlich bis hier vorne am Anschlag. Gut, dass du da bist, hey, sonst... So, gehalt mir das! Ja! Wo ist denn der Laser? Nein, ist der kaputt? Hallo? Was ausgeschalten. Danke. Machst du sonst alles alleine hier unten? Das ist wahrscheinlich, weil ich nervös bin, weil ich noch nie... hier unten einen Gas hatte. Du siehst ja hier, dass da so ein Laser ist quasi. Ja. Und wenn man jetzt runter geht, hat das Sägeblatt ja auch eine Stärke quasi. Und da ist halt ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man das am rechten Rand quasi ansetzt. Sonst hast du halt nachher weniger als 120 cm. Jetzt muss das ich machen, die schon Bohrlärm hasst und Bohrmaschinen unheimlich findet. Und dann einfach hier und dann Gas geben. Achtung. Ah, ich glaube, ich habe es verschoben. Von lauter Schreck. Ja. Bist du bereit? Go. Das war super. Kann das jetzt loslassen? Ja, kannst alles loslassen. Gut, das ist schon eine gruselige Maschine, finde ich. So, die Höllenmaschine brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Entschuldigung, die Videos sind zu wild für dich. Die sind zu wild für mich, die Videos. Das ist Sinus, nee. Ich habe ja hier gerade so was Kleines hin und jetzt wollte ich
so, das ist richtig bitter. Ich wollte gerade ranzoomen. Okay, vergessen wir das? 0,8. Diese 0,8 cm, die ich da gerade gemessen habe, machen wir jetzt auf der anderen Seite quasi. Das stand 0,8 cm nach oben. Ach, und jetzt machst du da halt einfach einen Strich rüber. Und jetzt ziehe ich da einen Strich und dann haben wir ja schon den Winkel. Also durch unsere verrückte Messaktion und wir wussten nämlich nicht, wie wir es machen sollen, haben wir jetzt aber rausgefunden, dass wir einfach unten das Stück, was dann nachher, also es stand so und diese Höhe zeigt die Höhe. Diese haben wir gemessen und die waren 0,8 cm. Genau. Und die haben wir dann hier abgetragen und dann sägen wir quasi nachher so schräg und dann sollte das eigentlich vom Winkel stimmen, weil wir ja wollten jetzt nicht hier mit Sinus, Cosinus und was weiß ich was das messen, sondern machen das jetzt einfach so. Okay, die Höllenmaschine muss nochmal an den Start. Okay. Muss ich nochmal unten messen den Abstand, 25 cm und dann mache ich hier mal einen Strich. Jetzt trage ich das einfach hier ab. Mache ich hier ein Strichchen hin. Das ist ein eindeutiger Strich, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Dass man da ganz. Eieiei, es ist weit hier runter. Und zwar nehmen wir jetzt hier die Stichsäge. Ja. Treffen wir nicht hier oben. Alter, das sieht richtig gefährlich aus, was wir da gemacht haben. Vor einem richtigen Dolch oder sowas. Ja. Sieht eigentlich ganz kompetent aus, gell? Sieht schon kompetent aus, oder? So in geschliffen und in. In geschliffen und in schön nachher. Also ich finde dafür, dass es so pfuschig angefangen hat. Das ist immer so. Das ist gar nicht so übel geworden. Hey, machen es nicht so schlecht. Frag mich gerade, wie wir das nachher fest von vorne bohren. Das Schrauben sieht ja blöd aus. Das heißt, am besten wir machen es von hinten, dann sieht man nämlich nichts. Das ist nicht schlimm. Doch, so Schrauben sind ja nicht schön. Dann am Ende guckt die hier raus oder wo? Willst du dann erst weiter unten? Ja, weiter unten und schräger irgendwie. Vor allem, welcome to my life. Ich möchte gerne dazu sagen, dass du zu mir gesagt hast, nee, du bist nicht so dreckig. Von so ungefähr so bohren, so hätte ich gesagt. Hast du so lange Schrauben? Und so. Oh! Weg damit. Richtig unkontrolliert. Ja, ich mach das Loch und du machst das Loch, okay? Nein. Doch. Jetzt einfach Gas geben. Ja, perfekt. Einfach weiter, weiter, weiter. Und jetzt? Gas geben, Gas geben. Und rausziehen. Ah. Zum Rausziehen immer Gas geben wieder. Wehe, irgendjemand lacht mich aus, ich sag's euch. Geil! Leute, bei diesem schlechten Holz bricht dieser dumme Bohrer ab. Okay, ich sollte mal mehr Qualität kaufen. Ab sofort das Dachlatten-Kompliment, würde ich sagen. Und guck, jetzt können wir das Ganze noch ansenken. Indem wir so einen Ansenkbohrer nehmen und dann hier einmal, dass die Schraube quasi wie versinkt. Ja. Die Teile haben wir jetzt so hier hingelegt. Marie ist der Boden. Ich bin der Boden. Hi. Und das ist quasi die Wand und damit wir hier so einen rechten Winkel haben, haben wir das jetzt so hingelegt und alle beiden Teile aufeinander, weil dann sind wir sicher, dass beide Teile genau gleich sind und wir schrauben einfach von hier jetzt die zwei Teile zusammen. Und natürlich ist auch noch die Schraubenkiste die unterste von allen. Glaubst du, ich schaff's? Nein. Drei. Toll, oder? Ja. Jetzt haben wir hier noch Holz, was wir nicht mehr brauchen. Das ist von meiner Werkstatt noch übrig und das können wir jetzt perfekt für dein Teil hier benutzen. Mhm, für die Bretter? Für die Bretter, genau. Und wie wir dann die Höhe machen. Ob wir drei machen oder ob wir vier machen. Weil die vierte wäre ja sonst ganz da oben. Oder sie sind halt ganz nah beieinander. Halt mal das irgendwie. Schon auch sehr schick. Wir würden das ja auch hier schmaler machen, oder? Haben wir gesagt. Ja, lass uns vier machen. Willst du es direkt an die Wand stellen oder sollen wir die Bretter auch ein Stück hinten rausschauen lassen? Eigentlich würde ich es gerne hinten an der Wand machen. Direkt, dass es nur, quasi dass sie nur vorne rausgucken. Hinten bündig ist quasi. Ja, und ich würde sie vorne halt immer gleich viel rausgucken müssen natürlich, ne? Positionierung ist so eigentlich ganz schön, oder? Ja. Leben am Limit ist hier gerade. Ja, ungefähr 10. 10 cm, sagen wir 10. So mit einer Hand irgendwie, sagen wir 10. 23 dazwischen? Ja. Also von unten 10, du darfst jetzt messen. Also was soll ich dir mal was sagen, was ich die beschissenste Arbeit finde? Messen. Was wir jetzt entscheiden müssen, ist diesen Überstand hier unten, okay? Wie groß der sein soll? Wie groß der sein soll. Und ich finde, eigentlich ist der
Ganz schick, oder? Oder findest du ihn zu weit? So viel? Dann wäre es so viel auch hier. Ist es zu weit? Dann machen wir es ein bisschen weniger. 4 cm. Okay. Dann 4 schreiben? Ich schreibe 4. 1. Danke. Gott, ich werde heute Nacht so gut schlafen. So viel Aufregung, ey. Und boah, ist jetzt schon wieder der scheiß Maßstab. So, jetzt können wir endlich sauber machen. Das ist eine saubere Sache hier, das sage ich dir bei. Jetzt kommen wir zum Schleifen. Und wenn ich wundert, warum dieses Ding hier ist. Mein Akku ist gerade leer, den muss ich nämlich gleich aufladen. Du darfst jetzt schleifen. Okay. Und hier kannst du einfach jetzt schön Rundung schleifen. Oder auch keine Rundung, was dir halt am besten gefällt. Kannst du einfach mal ausprobieren. Okay, let's go. 100 Jahre später ist alles endlich geschliffen. Und es gab ein kleines Malheur. Der Staubsauger hat aufgegeben. Und deshalb staubt es hier wie die Sau. Das ist echt ekelhaft. Naja, wir haben es geschafft. Jetzt schrauben wir es einfach fest. Aber schrauben wir es erst zusammen und lasieren es dann, oder? Ja. Erst. Echt? Ja. Safe. Ah, haben okay. Wir auf jeden Fall so. Können die fallen? Die müssen wir ganz vorsichtig am Anfang anziehen, damit es nicht reißt, das Holz quasi. Könnten wir auch so einen Trip-Top bauen eigentlich, gell? Wo man sich dann oben so reinsetzt. So ein Kind am Esstisch, das hat doch auch so Stufen und dann ist so ein... Kommt dann, wenn wir Kinder haben. Dann bauen wir sowas. Das sieht mega aus. So. Das Ganze soll ja nicht so bleiben, oder? Nee. Wobei es jetzt mir richtig gut gefällt, aber ich mag das nicht, wenn dieses Holz so gelb wird. Also wird es dunkler. Hybrid Lasur Premium in Farbe Nussbaum dunkel. Ja. Ach. Wie trägt man das auf? Mit einem Pinsel. Mit einem Pinsel und eigentlich dann ziehen wir es mit einem Lappen ab. Das ist ja meine Spezialtechnik. Lasur immer auftragen und dann wieder direkt mit einem Lappen abziehen. Dann sieht man keinen Pinselstrich und dann sieht es eher so aus, als ob es echt wäre. Ein echtes Nussbaumregal. Das wäre teuer. Dachlatte-Quatsch. Hallo? Bis ich da fast fertig bin mit dem Brett. Oder. Oh, das war natürlich ein Schwab. Soll ich es wegmachen, oder? Ja, gerne. Hey, wackelt das gerade hier. Geil. Ist so, wie du dir vorgestellt hast? Ja. Wir haben sie über Nacht trocknen lassen. Bist du happy? Ich bin mega happy. Ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Ich finde es auch richtig, richtig schick. Es sieht echt cool aus. Ja. Jetzt kommt da unten dann noch ein Filzgleiter drunter, damit es ausgeglichen ist. Das darfst du nicht so zeigen. Darf ich mir nicht zeigen? Nee, ist ja peinlich, dass das Ding wackelt. Nee, man könnte natürlich auch die Füße ein bisschen abschleifen, aber kleben wir einfach ein Filzgleiter drunter, dann ist es gut. So, ich würde sagen, schnapp das Regal. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Und fertig ist das Regal. Ich finde, es ist so, so toll geworden. Was sagst du? Gefällt es dir auch? Es ist wunderschön. Ich bin richtig, richtig happy. Natürlich ist es jetzt noch nicht eingerichtet. Das werde ich als nächstes machen. Ich finde es echt. Hast du mega gut mich unterstützt oder wir haben das mega gut zusammen gemacht auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, wie man das Ganze richtig schön dekorieren soll, dann guckt bei Marie vorbei. Die hat ein richtig cooles Video gemacht. Ich habe auch noch was Kleines gebastelt für das Video. Also, falls euch das interessiert, guckt da auch vorbei. Genau. Und sonst war es das wieder. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Genau. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ja. Danke. Und dann seht ihr Alex das nächste Mal wieder. Danke, dass du es für mich beendest. Tschüss. Ciao. Danke, dass du dabei warst. Ja, es war sehr schön bei dir. Was bauen wir als nächstes? Ein Tiny House. Ein Haus. In der Wohnung? Ja. Okay. Tiny House in Wohnung. Okay. Ja.